Oh. Scheint tot zu sein. Seltsam, wie diese Leichen hier einfach rumliegen. Der Balsamierer wird mehr wissen. Der Balsamierer. Schon damals im alten Ägypten. Ah. Mumien wisst ihr ja. Karte. Sprich mit den alten Balsamierer über die Leichen. Sehen ja auch noch nicht so richtig balsamiert aus. Eine Schande, dass die drei Toten vernachlässigt werden. Was ist denn? Sie wurden gerade gebracht, Magi. Eine ganze Familie starb durch das Schwert. Nur ihre Tochter Iras hat überlebt. Sie brachte einen nach dem anderen her. Armes Ding. Sie ist jetzt ganz allein. Tragische Geschichte. Allerdings. Wo ist sie jetzt? Du findest sie bei den verlassenen Dattelpflanzungen bei der Straße, dort, wo ihre Familie starb. Diese Iras würde ich gerne einmal kennenlernen. Reise zum Hof. Hier bin ich. Meter von hier. Jetzt weiß ich gar nicht. Das Einbalsamieren. Das hat ja auch was gekostet. Nicht alle konnten sich das mit Sicherheit leisten. Der alte Mann wurde zum Beispiel nicht einbalsamiert. Sie suchen bestimmt nach Iras. Ich tauche unter. Und Sie hoffentlich auch. Level 10. Wo bin ich denn auf der Karte? Hier. Hier ist sogar ein Aussichtspunkt. Ah ne, das war ja wieder Sinu. Oder Karte. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Was gefunden? Oh, einen Rasen mit mir. Ups. Das hätte auch anders ausgehen können. Irgendein Hinweis? Ah, diese Zeitlupe. Das kotzt mich schon wieder an. Denn du, da kannst du gar nicht reagieren. In den alten Assassin's Creed bist du dann hingespurtet und hast ihn noch mit der Klingel erwischt. Hier geht's auch nicht mehr. Ich bin einfach der Schwertkämpfer. Ha! Ich muss lernen, mit einer Lanze umgehen zu können. Oh, hat schon wieder geflogen.
Ah, schön. So muss das. Wo ist Iras? Dort ist sie. Im Brunnen. Friede sei mit dir, Iras. Ich möchte nur mit dir reden. Der Letzte, der das sagte, hat meine Familie ermordet. Ich möchte dir helfen, Iras. Woher kennst du meinen Namen? Ein Priester erzählte von dir. Ah. Dieses Land gehört schon ewig meinen Leuten. Aber bisher lag es brach. Ein Soldat kam zu uns und sagte, sein Meister hätte einen Kaufvertrag. Mein Vater wollte ihm das alles nicht überlassen. Dann, ja, den Rest kennst du ja bereits. Was wirst du tun? Dieser Hof ist mein Erbe. Ich werde ihn bestellen, solange ich kann. Weil er nicht verkaufen wollte. Dich in Ruhe lassen. Wenn du er nicht verkaufen wollte. Das Haus, von dem sie sprachen, liegt nordwestlich von hier. Wurde er getötet. Nach Alexandria. Wurde die ganze Familie getötet. Ich schaff das auch allein. Ah, ich glaube nicht. Im Fall der Fälle, sag, dass ich dabei starb, das Vermächtnis meiner Familie zu bewahren. Ja, die. Ah, wir haben ja noch einiges. Aber das war gerade mal wieder was Cooles. Ich habe seine Deckung unterbrochen und dann schön mit der Lanze eingestochen. Schade, dass es sowas bei Elix nicht gibt. Elix ist hier jetzt auch schon fast fertig. Ja, das haben sie aus den alten Spielen noch so übernommen. Ach, das bist dann nur du. Hier und da. Und nun rächen wir den Tod von Iras Familie. Tja, solange sie lebt, kann man das ja hier jetzt nicht übernehmen, das Gelände. Also ist sie selber auch noch in großer Gefahr. Oh, und im alten Ägypten gab es schon Leuchttürme. Im antiken Ägypten. Wenn man so will, ist das jetzt die Nebenquest, die uns nach Alexandria reinführt. Nur ein Sperrgebiet nähert sich uns. Ja, das ist die Villa hier. Suche in der Villa des Meisters nach Informationen. Es ist Nacht, das könnte ein Vorteil sein. Wenn die Leute schlafen. Ach, ich komme, er wird wach. Alle werden wach. Da kommt jemand. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Kann ich mich nicht an die Decke
hier an der Ecke so dran lehnen. Außenposten an der Seevilla. Da sind wir schon mal vorbeigeritten. Alles mitnehmen. Hey! Wow! War das ein Quickscope? Ah ne, das macht man ja ohne Zielen, ne? Alarmfeuer ist da oben. Yes. So. Ausrüstung. So. Damit lässt es sich besser kämpfen. Es ist mehr meins. Was schon immer. Ein Brief auf feinem Papyrus. OT weigert sich mit den Dattel. Mir den Dattelhof zu überlassen. Dieser jaulende Vlakus sagt, mein Kaufvertrag sei falsch. Er muss sterben. Und seine Familie auch. Lasst es wie ein Unfall aussehen. Wir teilen uns den Gewinn. Vorerst können sich deine Männer in meinem Landhaus niederlassen. Denk ja nicht dran, meine Gastfreundschaft auszunutzen. Wenn du nicht in 2 Wochen auf meiner Türschwelle in Alexandria stehst, er betrachte auch dich als toter Mann, Sophronius. Sophronius. Noch ein Mann, der zum Mörder wurde, nur um des Geldes willen. Ein sicheres Schwert. Den Schatz hatten wir doch auch gerade schon anvisiert gehabt. Sophronius wohnt in der Nähe des Westtors von Alexandria. Ja, ich muss dann nicht immer alles plündern. Endlich mal was gut lief. Ja, diese Mission führt uns wirklich nach Alexandria. Aktivität in der Nähe. Zerstört die Statue von König Ptolemäus. Wow. So ein Pharao braucht niemand. Er ist kein Götze für uns. Mögen die Bücherwurm. Ich komme zu dir, Arya. So, jetzt hat er die Hauptquest aktualisiert. Wir gehen ja mitten rein nach Alexandria.
Das ist schon wieder eine Daily Quest. Wo ist dieser Geldsack? Dort. Reiten noch etwas nach vorne. Der Mariozee. Hier sind aber viele Vögelchen. Storche oder was auch immer das ist, sind. Alexandria. Schön, eine Stadt. Schön, schön, schön. Oder auch Alexandria. Hier leben Daryl, Wick und die anderen. Das Land sollte doch längst mir gehören. Warum dauert das so lange? Das armselige Ende einer armseligen Existenz. Ich werde Iras davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Ah, ich muss noch was... Ich muss ihn noch anklicken. Ha, vorbei. Was will er denn noch hier? Achso, bestätigen. So, jetzt ist die Quest vorbei. Und jetzt kann ich weg. Ups, sorry. So normal würde man jetzt hier bleiben. Aber ich möchte... Ach, die Quest ist ja jetzt schon abgeschlossen. Na gut. Mache ich jetzt hier nochmal den Aussichtspunkt zum Schluss. Sie passt an Silvia. Jetzt müsste man wissen, wo das gerade war. So, hier ist es. Wir haben es geschafft. Du bist zurück. Du wirst nicht mehr länger belästigt. Ist Sophronius tot? Ja. Ich wünschte, ich hätte ihm die Kehle aufgeschlitzt. Nein, tust du nicht. Bitte verzeih mir. Ehrlich, ich danke dir für deine Hilfe. Jetzt muss ich das alles wieder aufbauen. Doch eines Tages gehe ich zurück nach Alexandria. Na gut, gab keine Belohnung von ihr. Hätte ja sein können. Ah, wer nicht tötet, sollte auch nicht damit anfangen. Das erste Mal ist immer am schlimmsten, kann ich mir vorstellen. Ah,
Ja, gut, ich. Planänderung, ich mag den Aussichtspunkt jetzt nicht, ich mach das Geiernest. Wir sind Geier! Aggressive Geier. Auf den Kopf mit ihm. Das waren aber wieder die anderen Viecher. Ne, das müssen wirklich Störche sein. Möwen sind's nicht. Na, für die Jagd ist das gut. Flusspferdversteck. Schläft. Sind die gefährlichsten Tiere in Ägypten. Man sollte sie nicht unterschätzen. Sind keine Happy Hippos. Den ersten haben wir gleich. Habe ich schon oft gehört in den Nachrichten, auch im Internet gelesen, dass das viele unterschätzen. Bei den Nilpferden. Oder eher gesagt Flusspferden. Oh, 6 hartes Leder geben die. Kann ich das jetzt nicht auch machen? Na. Oh, da ist ja noch einer. Der unterbricht einfach. Eine Herstelle verfügbar. Nein. Doch. Oh, schon wieder. Yeah. So. Dann war's das jetzt aber auch. Beim nächsten Mal treffen wir uns auf dem Aussichtspunkt wieder. Dann geht's so nach Alexandria rüber. Bis dann.